Weniger kulturell, dafür umso skurriler wird's jetzt. Die beiden Herren hinter mir nennen sich König Leopold und sie sorgen mit ihrem oststeirischen Lied Kohlhauser ordentlich für ordentliche Aufregung. Im Text geht es, sofern man des Oststeirischen mächtig ist, um einen Fleischhauer namens Kohlhauser und über den wird in doch recht derben Worten gesungen. Jetzt gibt es aber tatsächlich einen Fleischer namens Kohlhauser aus der Oststeiermark. Der ist ziemlich beleidigt und fordert Entschädigung. Das weltbekannte Oststeirisch gehört ja für viele zu den schönsten Sprachen der Welt. Und das Lied Kohlhauser vom Duo König Leopold ist voll von schönen oststeirischen Worten. Das Lied handelt, zumindest zum Teil, von einem gewissen Herrn Kohlhauser, vom Beruf Fleischhauer aus der Oststeiermark. Er musste, so der Text, 80 Hektar Grund verkaufen, weil er dem Alkohol zu sehr zugesprochen hatte. Das wiederum fand ein gewisser Herr Kohlhauser, von Beruf Fleischhauer aus der Oststeiermark, nicht ganz so lustig. Mir stört das Lied halt die Gauschen und die Verleumdung und Grund verkauft. Das stört mich meistens, weil ich keine 80 Hektar Grund gehabt, ich war froh, wenn ich 80 Hektar Grund hätte. Herr Kohlhauser hat sich deshalb einen Anwalt genommen und fordert Entschädigung. Man kann nicht gerade die Buben, weil die haben ja auch nichts und brauchen auch einen Geld. Aber das möchte Entschädigung möchte ich haben und das Lied komplett weg von der Welt. In einem Telefongespräch haben sich die beiden Musiker bei Herrn Kohlhauser entschuldigt. Vor unsere Kamera möchten die beiden aber heute nicht. Sie richten aus, sie wollten mit dem Lied ganz sicher niemanden beleidigen. Ja, und sollten Sie dieser wunderschönen Sprache auch nicht mächtig sein, mein steirer Kollege Max Hartmann, der auch diesen Beitrag gemacht hat, hat mir diesen letzten Satz noch einmal übersetzt. Der heißt so viel wie, wir haben schön blöd dreingeschaut, wir haben 6-mal am Tag Eier gegessen. Was immer uns die zwei damit sagen wollen.